So, hallo und herzlich willkommen bei TipTapTio. Da sind wir wieder. Wir haben ja gerade das böse Kommentare-Video gemacht, jetzt kommt das gute Kommentare-Video. So, und dann geht's auch schon los hier mit dem ersten Kommentar von Destro Gamer HD Viehhauser. Der pinke Pulli ist nice. Finde ich auch. Pink. Also rosa. Pink. Genau. Pink rosa. Nice. Herz und auch einen schönen Gruß an dich. So, er wollte gar nicht gegrüßt werden. Nee, nehmen wir wieder zurück. Okay, wir scrollen etwas runter. Ta, nimm mir den mal hier. Von Chiara Francesca Volta. Was hättest du gemacht, wenn dein Bruder die Cola bekommen hätte? Dürfte er das denn trinken? Mhm. Ja. Warum nicht? Klar. Adriana Arendash. Er soll mal nicht so tun, als wären die Bonbons zu süß. In Wirklichkeit ist der sowas von viel Süßes. Das hatten wir, glaube ich, in dem anderen Kommentar durchgegeben. Ne? So, wir hatten ja sowieso da noch irgendwas gelesen. Den finden wir hier gar nicht mehr wieder jetzt. Jakko 330, nicht böse gemeint, aber Eis ist auch richtiges Essen. Ja. Aber das heißt trotzdem so. Das bedeutet ja, dass man das Eis, Erdbeereis und dann die Erdbeeren dazu. Und einige haben auch geschrieben, ihr habt ja gar nichts Ekliges da drin gehabt. Ja, gibt's denn Eis irgendwas Ekliges? Ich habe noch das eklige Eis noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Schreibt mal, wo es das gibt. Kommt hier, wieder. Was hat Ash mit dem Blinzeln? Hatten wir, glaube ich, da auch gesagt. Ja, ne? Alles geklärt. Nächster. Werbung mit Uludag, ja, hatten wir auch schon. Ah, gemacht. Dann gehen wir weiter runter hier. So, dann nehmen wir den hier. Cola IP, Coca-Cola. Mit welcher Fußzeile schießt Max? Mit dem Vollspann oder mit der Pike? Vollspann, glaube ich. Max? Er schießt nicht mit Pike, oder? Nee, wie man das gelernt hat. Er ist schon ein paar Jahre hinter sich. So, und jetzt mal hier. Frank Fischer, wenn die Mutter mehr Bock auf Feuerwerk für die Kinder. Probiert mal Bio-Essen. Tolles Video. Knockkrax. Bio-Essen versus richtiges Essen meinst du? Also wegen, ja. Also Bio-Karotte versus richtige Karotte wahrscheinlich. Ne? Da schmeckt man garantiert einen Unterschied. Glaube ich schon. Aber es ist keine schlechte Idee. Für ein Video echt lahm. Weil beide eine Karotte kriegen. Und? Sieht beides gleich aus. Ja, aber schmeckt anders. Das schmeckt man aber hier nicht. Aber trotzdem eine gute Idee. Aber da ist nichts Krasses dabei. Nein, was willst du nehmen? Eine vergammelte Karotte kannst du dann nehmen. Ja, das kommt ja noch. Ja. Ja, haben wir alles schon gedreht. Mit Real Ole. Food versus Gammelfood. Mit Ole. Das war richtig spaßig hier vor paar Tagen. Macht immer am meisten Spaß. Fährt Max Auto? Nein, immer noch nicht. Nein, er ist 14, es dauert noch. In 3 Jahren fängt er damit an. So. Ich liebe diesen Kanal. Dankeschön. Wir auch. AEMK. Das war nicht so witzig. Nein. Seite runter. Was hast du denn gelesen? AEMK. Achso. Der Kanalname. Tracy Official. Mach mal Real Food versus Hundescheiße. Nee, wahrscheinlich denkst du, meinst du Hundefutter, oder? Nee, der hätte meint, weiß ich nicht. Also wenn du Hundescheiße meinst... Hast du schon mal gegessen? Laden wir dich mal ein. Dann kannst du herkommen, kannst mitmachen. Und wenn du hier bist, dann machen wir das auch. Falls du Hundefutter meinst, könnten wir mal machen. Doch, gegen Tierfutter, das wäre vielleicht witzig. So, das Haus. Zufällig steht neben dem Dad eine Kamera. Hat er bestimmt nicht gemerkt, als die aufgestellt wurde. Das verstehe ich gar nicht. Man sieht oft eine Kamera, ist kein Verbrechen. Sie soll noch gesehen werden. Also wir haben viele Videos, wo von hier gefilmt, also sieht man gar nicht, von hier und von hier gefilmt wird. Oder vielleicht hier nochmal. Und man sieht ja die Kamera, ja. Das wird mit Kamera gefilmt. So, und dann sind wir hier auch schon am Ende, weil hier gar nichts mehr geladen werden kann aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wo dran das... Geht doch noch weiter! Scream Boss Boss. Glocke aktiviert, ihr seid cool. Herz für Glocke aktiviert. Und ihr seid cool. Willst du eigentlich mal? Nee, mach mal. Conny Schmidt, du fährst schon ein Auto. Nee, macht er nicht. Oh, hier was ganz Langes hier. Von Matze Lotze. Der ist immer so süß. Also ich finde es so toll, was du immer schreibst, Matze. Matthias, lecker. Ne? Kannst du mal vorlesen. Ja. Moin, moin nach Kiel. Lecker, da bekomme ich direkt Hunger. Das war doch mal wieder eine schöne Videoidee. Übrigens, weil Max das so explizit erwähnt hat Cola Zero und ist nicht gesünder, ich stottere jetzt, ne? Ist nicht gesünder als normale Cola, da sie eine Menge Süßstoff enthält und der ist noch ungesünder wie Zucker, das stimmt. Zucker in Maßen ist sogar kein Problem, der Körper braucht das sogar. Aber diese Zero-Getränke sind die totalen Blender, das stimmt.
Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Das Wetter bei euch scheint ja ganz gut zu sein. Danke, Matthias, das wünschen wir dir auch. Ganz und genau. Das mit diesem Getränk hast du recht. Mhm, aber ich glaube, das Problem ist, dass dem Magen davor gegaukelt wird, dass er Süßes kriegt. Und dann wird die Insulinzufuhr irgendwie erhöht. Und dann ist gar kein Süßes da. Das Insulin ist aber schon im Blut und dann hat man wieder Hunger. So funktioniert das. Ich bin ja kein Ernährungswissenschaftler, aber schade das eigentlich. Ist nicht so, also Light-Sachen, das ist nicht so gut. Aber ganz liebe Grüße an dich, Matthias. Let's game. Ash findet alles sauer, aber sein Gesicht ist immer urlustig und süß. Mhm. Ja, danke, das stimmt. Finden wir auch. Kauf mal Warheads, hat eine geschrieben. Ja, hat er schon gemacht. Warheads. Warheads. Da. Von Fina Bolonka. Da können wir mal ganz kurz gucken hier. Warheads Tip Top 2. Das hatten wir schon mal und die waren wirklich extrem sauer da, diese Süßigkeiten. So, kannst du nicht den Link da einfügen? Die Warheads. Hallo und herzlich willkommen bei Tip Top 2. Hallo. Heute haben wir hier USA Sweets. Genau. Süßigkeiten in super sauer. Die waren richtig sauer. Also das war schon nicht mehr normal. Die waren saurer als Center Shock. Schau mal hier. Die waren fies, ja. Die waren echt ich habe nicht mal viel gegessen davon, aber das hat mir auch schon gereicht. Zutra. Paul Ohlemacher. Ach, ist so gut für sein Alter. Für sein Alter. Er ist so gut für sein Alter, schätze ich mal. Dankeschön, Paul. Vielen Dank. Ganz liebe Grüße. Guck mal, sehen wir noch eine Seite hier. Wir sind hier erst vor 6 Stunden und wir müssen eigentlich mal zu, auch vor ein paar Tagen, weil ja auch viele Leute schreiben, grüß mich bitte, grüß mich bitte. Und ich habe heute noch gar keinen Grüß mich bitte gehabt. Max ist ein deutscher Knecht, der von Kanaken zusammengeschlagen wird. Wie toll, oder? Lösch den mal. Und das ist auch blöd. So, gucken wir mal weiter. Macht weiter so, ihr seid eine echt coole und tolle Familie und gucke gerne die Videos von euch. Das Real Food Ice Food passt richtig in den Sommer. Danke, Oskar. Vielen Dank. Und ein Herz für dich. Und dann gucken wir mal. Wir müssen mal irgendwie mal auf eine andere Seite von einem anderen Video vielleicht. So, hier. Henry immer, Glocke aktiv, Herz. So, und jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Weil wir hier irgendwie immer nur an einem Tag rumhängen. Gucken wir uns mal ein anderes Video an, das schon vor ein paar Tagen mal hochgeladen wurde. Was haben wir denn hier wann gehabt? Am 29.7. Was ist denn heute? 6.8. Dann nehmen wir hier 5.8. Einen Tag vor. Da haben wir auch nicht Kommis das, gemacht. Das sind Kommis, ja. 31. Okay, gucken wir mal hier rein. Ach ja, und das ist jetzt hier unsere Steckdosen-Internet. Nee, geht doch einigermaßen schnell. Machen wir auch nach neuesten sortieren. Sortieren wir das nach den neuesten, genau. Und dann scrollen wir mal. Lesen wir das mal hier. Moritz und. Hallo TipTapTube, könntet ihr mich mal grüßen? Ich bin ein sehr großer Fan von euch. Ganz liebe Mehr Grüße, Anzeigen. Moritz. Glocke aktiviert. Ganz Ding! Liebe Grüße. Und ein Herzchen für dich. So, und dann haben wir hier Alemlia Tjafi. So langsam. Ja. Die Tretautos. So langsam gefahren, ja. Gibt wirklich Schnelleres, aber das tritt man dann nicht. Da fährt man wohl mit anderen Motoren. Prinz Doggy. Hallo TipTapTube, könnt ihr mal ein Video drehen, wo Ash seinen Ranzen zeigt, also was er auch mit in die Schule nimmt. Wenn die Ferien vorbei sind, würde mich sehr interessieren. Das machen wir auch gerne. Kommt, ja. Und Mitch YouTube, könnt ihr mich grüßen, heiße Dominik. Liebe Grüße. Einen schönen Gruß an dich, genau. Was war das hier? Hallo Alexander Solt. Cooles Video, mach bitte weiter so. Hat schon Herz gestellt. Könnt ihr mich grüßen und jetzt haben wir hier eine kleine Wartezeit. Wart ihr schon mal in Dänemark? Na klar. Achso, die haben wir auch schon mal beantwortet hier. Jo. Man weiß ja gar nicht mehr, was man schon so alles hier beantwortet hat. Vlog of my day. Ich liebe die Videos mit den Spielzeugtestern und mit euch. Jo, dankeschön. Und hast auch schon ein Herz bekommen hier, ne? So, ihr seid die Geilsten. Ich finde es krass, dass allein er schon 60.000 Abonnenten hat. Ich nehme mir viele Beispiele an euch. Würde mich freuen, wenn ihr in einem Sonntagsvideo auftaucht. Darum würde, könnt ihr mich grüßen, das wäre echt nett. Ich finde es auch toll, dass ihr so viele mit den Spielzeugtester macht. Weiter so. Dankeschön, Fabian. Hast du bei dir auch ein paar Videos drin? Wir gucken jetzt bei dir mal rein. Wo ist Fabian denn hier? Da. Oh, leider kein Video. Ne? Okay. Okay, so, und dann gucken wir mal weiter. Hier, Mohanna Zaki.
Hallo Ash, Max, Papa, Mama, ich bin Mohanat und bin 11 Jahre alt. Ich fand eure Videos echt toll, ihr seid die besten YouTuber, macht weiter, könnt ihr mich mal grüßen, aber eine Frau macht keine mehr bei Max Apps. Ja, also Max ist aus den Spielen so ein bisschen raus zur Zeit. Er hat mit seinem Kanal jede echt Menge so, zu tun, ja. Bei echt so. Und dann hat er ja auch noch Schule, im Moment jetzt nicht, aber im Moment hat er auch echt mal Ferien. Also er macht gerne die Videos bei echt so und spielt echt auch in seiner Freizeit nichts. Kaum. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Oh, Matze Lotze. Ja, gut, dann jetzt nehmen wir dich mal nicht. Wollen wir auch mal ein paar andere nehmen, ne? Ich freue mich immer, wenn er sowas schreibt. Ja, wir lesen das auch alles durch. Ja. Aber jetzt gucken wir mal hier bei SpongeBob 10.0. Ihr seid die Besten. Ich gucke mir jedes Video von euch an. Ich gönne euch die 200.000 Abonnenten. Würde mich echt freuen, wenn ihr mich grüßen würdet. Ich heiße Lorenzo. Danke. Liebe Grüße, Lorenzo, an dich. Schönen Gruß an dich. Toll, genau. Ja. So, und jetzt sehen wir hier, was passiert, wenn man den Computer mit dem LAN-Kabel nicht direkt mit dieser Box verbindet, sondern über so eine Steckdosenverbindung, die angeblich ganz toll sein soll. Also LAN, bist du müde? Ja. LAN, freies Steckdosen-LAN und dann passiert das. Solange der lädt, gucken wir noch mal was anderes an hier. Nimm doch mal zu Lotz. Nee. So, Jake Kramer, TipTapTube, bitte like diesen Kommentar, weil ihr seid die Besten. Schon hier herzlich willkommen. Hast ein Herz gekriegt, genau. Können wir jetzt weiter hier? Nein. Ach, das ist doch echt doof. Nehmen wir den hier. Sergio Ramos, Glocke aktiv. Herz bekommen für Glocke aktiv. TipTapTube, 38 bis 48. Ach, das ist unser Alter hier. Hat ja, genau, gefragt, wie. Wollte wissen. Danke für die Antwort. Okay. Wie immer, geiles Video, beste YouTube der Welt. Dankeschön, Moritz. Danke, und wir gucken jetzt mal nach einem anderen Video. Wenn das dort nicht weitergeht, dann gucken wir mal, wie mache ich das jetzt mal am besten? An der Seite hier. Was haben wir denn? Ach, das ist ja nicht das, was jetzt. Hier sind wir dann eben. Das kannst du eigentlich wegklicken, oder? Boah, jetzt sind wir nicht eigentlich hier gewesen? Ja. Im Autorennen? Ja. So. Kopf an Kopf rennen, immer schön auf, also Emoji. Ach hier, Emoji Pantomime. Da macht Adrian große Augen. Das gucken wir uns mal an. Das hier ist ein Werbevideo für den Film. Werbevideo. Das Thema hatten wir auch schon in unserem anderen Kommentarvideo. Das wärmen wir jetzt nicht nochmal auf. Wir sortieren hier kurz mal nach den neuesten zuerst. Und dann gucken wir. Los geht's. Lennart Banach. Liebe TipTapTube, ihr seid die Besten. Max, du immer cool drauf. Immer bevor ich ins Bett gehe, schaue ich ein Video von euch. Sehr cool, Lennart. Dankeschön. Ganz liebe Grüße an dich. Genau. Und hier Robin Lenzewski. Ihr seid die besten YouTuber der Welt und Ash macht das für sein Alter schon mega gut. Ihr seid die Besten. Dankeschön. Danke. Hast auch ein Herz schon bekommen hier, ne? Ja, das mache ich immer relativ früh mit den Herzen. Lea Rieger, gähnst du? Nee. Ist schon so spät? Ja. Halb neun. Halb neun, okay. Was wollte ich eben lesen? Rieger. Lea. Ist die mit diesem anderen Rieger zusammen? Schwester. Hallo, könnt ihr meinen Bruder grüßen? Der heißt Joel. Joel, ja. Joel. Ganz liebe Grüße an Lea genau. und an Joel. Genau, machen wir. Und Azaboy44 Vincent, ich habe eine Frage. Wie kann man Videos schneiden? Ich verstehe das nicht. Und könnt ihr bei einem Video Christian grüßen? So, liebe Grüße, Christian. Ja, ganz liebe Grüße. Und das Schneiden, dafür benutzt man ein Schneideprogramm. Wir benutzen Matrix Video Deluxe, gibt auch viele andere. Und vielleicht einfach mal bei YouTube mal googeln nach Videoschneiden. Da gibt es so viele Videos. Und dir das erklären, ne? Vielleicht machen wir da auch mal ein Video, wie ich meine Videos hier schneide. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Aber es kostet Zeit. So, Alec Treitschkel, Max und Ash, ich hoffe, eure Eltern und euch geht's gut und das wäre sehr toll, wenn ihr mich bei eurem nächsten Video grüßen könntet. Und Max und Ash, ich hoffe, ihr bleibt gesund, bleibt wo ihr seid. Ich finde TipTapTube sehr cool. Dankeschön, einen schönen Alec. Gruß ja. an dich, Alec. Ganz liebe Grüße. Und wir sind hier wieder bei 14 Minuten 44, oh, 45, ja, so 46. Das Programm Sekunden. Zeichnet nur 15 Minuten auf. Und jetzt sind die letzten 10 Sekunden im Anmarsch. Genau. Wir grüßen natürlich nächste Woche wieder. Ja. Und bis dahin, bye bye. Dann, tschüss. Und Pam.